Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Heute Mitte der Woche, also ein kurzes Video mit einem kleinen Trick von mir, den ich benutze, wenn ich schwarz-weiß Fotos bearbeite für einen Kunden. Meistens weiß ich auch, welchen schwarz-weiß Look der Kunde bevorzugt, ob das jetzt Greg Gorman ist oder ein anderer Kunde. Dafür benutze ich tatsächlich meinen kleinen Trick, den ich mir angeeignet habe, und benutze dafür ja nicht die Camera Raw Filter und auch nicht diese Schwarz-Weiß Eigenschaft, die in Photoshop implementiert ist. Ich mache Folgendes: Ich gehe einmal auf Bild, Kanalberechnungen, und hier fängt der Spaß an. Wir suchen uns erstmal, welche Farben wir mischen wollen. Fangen wir mit Blau und Grün. Oh, das gefällt mir. Rot und Grün, okay, das gefällt mir. Und dann benutze ich die Mischmethoden von diesen zwei Kanälen. Beispielsweise strahlendes Licht. Ich mache das erstmal auf 100% Deckkraft, sodass wir sehen, was passiert. Okay, es hat sich am Bild nicht geändert, aber wir haben einen neuen Kanal erstellt. Mit Command A oder Steuerung A markieren wir alles in dem Bild. Dann machen wir Command C oder Steuerung C, um das Ganze zu kopieren. Erstellen eine neue leere Ebene und fügen das Ganze da ein. Okay, jetzt haben wir ja das Ganze. Jetzt benutzen wir Gradationskurve, um das halt für unsere Vorstellungen anzupassen. Ich würde in diesem Fall tatsächlich das bisschen aufhellen oder halt die mittlere Beleuchtung tatsächlich abdunkeln, damit ich da extrem dramatisches Licht bekomme. Das wäre meine Methode. Wir spielen das vielleicht noch mal durch, damit ihr weißt, was ich da mache. Also, ich lösche auch die Kanäle, die unnötig sind. So, und wir gehen noch mal auf Bild, Kanalberechnung, schauen uns mal an, was uns gefällt, zum Beispiel Grün und Blau in diesem Fall jetzt. Und dann Mischmethode nehmen wir diesmal lineares Licht, aber das ist mir zu viel, deswegen nehme ich 80% Deckkraft. Und wir gehen nochmal in Kanal, Command A oder Steuerung A, dann Command C oder Steuerung C. Und gehen auf die Ebenen, erstellen eine neue leere Ebene, fügen das Ganze da ein und gehen nochmal in Gradationskurve, wo wir das Ganze halt auch ein bisschen steuern können. Ich würde tatsächlich in diesem Fall mittlere Töne ein bisschen höher setzen, die hellen Töne auch ein bisschen dunkler und die dunklen Töne ein bisschen heller. Ja. Dann bekommt das Ganze so ein bisschen silbernen Look. Das war heute von mir. Wie gesagt, das ist meine Methode, wie ich Schwarz-Weiß-Bilder umwandle für den Kunden. Und mit dieser Methode bin ich bis jetzt relativ gut gefahren. Spiel damit rum, experimentiere und zeig mir einfach eure Ergebnisse. Bis dann, euer Jan.